Sie könnte sich stehen an der Haltestelle, warten auf die Trambahn und Handy raus, Facebook. Und Sie wissen, das ist nicht gut, denn eigentlich müssten wir alle weg von Facebook. Die ändern ja alle naselang die Regeln. Da soll man dann zustimmen. Prinzip friss oder stirb. Ich habe es mir gerade angeschaut. 70 Seiten allgemeine Geschäftsbedingungen. Herzlichen Dank. Ja. Aber sonst wird es vermutlich auch noch jemand lesen und verstehen, was man dann da einwilligt. Also jeder, der Facebook nutzt. Die dürfen ja zum Beispiel unsere Namen, unsere Fotos für Werbezwecke nutzen. Ohne Bezahlung. Okay? Und unsere Personendaten gehen auch komplett in die USA, bei Bedarf auch zugänglich für Behörden und Geheimdienste. Wow. Dann natürlich noch der ganze Wahnsinn. Hasspostings gegen Frauen, gegen Geflüchtete und die Politik. Fake News-Kampagnen, mit denen Wahlkämpfe manipuliert werden. Und trotzdem liken und posten wir alle, ich auch, munter weiter und drauf los. Irgendwie geht's nicht anders. Sind wir Facebook und Co. eigentlich wirklich so ausgeliefert? Wie mächtig sind soziale Medien wirklich? Und lässt sich diese Macht noch kontrollieren? Spannende Fragen. Und das war alles Thema beim jüngsten Zündfunk-Netzkongress in München. Da trifft sich jedes Jahr die digitale Gemeinde und diskutiert zum Beispiel, welchen Einfluss Social Media auf die Politik haben. Meine Kollegin Franziska Storz und ich, wir waren beide dort. Und wir haben dort Netzexperten, Hackerinnen und Politiker getroffen und gefragt, wie zum Beispiel diesen sympathischen Nerd. Jan Eggers, Social Media Redakteur beim Hessischen Rundfunk. Ein Apple II, ein 8-Bit-Rechner, und ich kannte jedes einzelne Bit einzeln. Ich hatte auch einen Schaltplan an der Wand hängen. Wenn ich ein soziales Netzwerk wäre, dann wäre ich, glaube ich, Quora. Das ist so ein Netzwerk für Klugscheißer. Jan Eggers erklärt in Workshops, wie Facebook arbeitet. Etwa, wie es Profile von uns anlegt und warum das ein Problem für unsere Demokratie sein kann. Also es hat natürlich da eine politische Komponente, wo ich das nutzen kann, um ganz gezielt auch so Teile der Gesellschaft so ein bisschen rauszuspalten. Wir wissen, dass das im US-Wahlkampf genutzt wurde, um gewissen Zielgruppen, die zum Beispiel auch an Hillary Clinton zweifelten, an den Demokraten zweifelten, Demokraten haben das genauso gemacht, keine Frage, um bei denen Zweifel zu sehen. Florida gab es für die Demokraten Probleme mit schwarzen Wählern. Die sind so ein bisschen skeptisch gewesen, ob sie zur Wahl gehen sollen. Und bei Facebook kann man natürlich schwarze Wähler in Florida gezielt als Werbezielgruppe angeben. So, und wenn ich denen jetzt eine Werbung schalte, diese sogenannten Dark Ads, in denen dann zum Beispiel kurze Videoschnipsel zu sehen sind und um die Überschrift, so spricht Hillary wirklich über die Schwarzen, wo dann also so ein bisschen suggeriert wird, die sei eigentlich sehr abfällig und so ein bisschen rassistisch, dann kann das mit dazu beigetragen haben, was wir dann tatsächlich gesehen haben. Wahlbeteiligung schwarzer Wähler in Florida vergleichsweise niedrig. Es haben ein paar tausend Stimmen gefehlt. Der Staat ist an die Republikaner gegangen. Maßgeschneiderte Werbung wird auch in Deutschland eingesetzt. Aber spielen solche Kampagnen auch in deutschen Wahlkämpfen eine Rolle? So etwa zwei Wochen vor der Bundestagswahl hat eine Seite, die bei Twitter guckt, was sind so die trending Hashtags, also die Hashtag-Begriffe, die Kurzbegriffe, die gerade besonders häufig benutzt werden. Und da tauchte dann plötzlich der Begriff Hashtag AfD-Wähen. AfD-Wähen mit dem Tippfehler. So, die einzige Erklärung für mich ist, dass irgendjemand das eingespeist hat und dann Maschinen, sogenannte Bots, diesen Hashtag massenhaft verbreitet haben, trotz des Schreibfehlers. Also diese Technologien waren im Einsatz. Ja? Ist überhaupt nicht gesagt übrigens, dass die AfD dahinter stand. Das können irgendwelche Leute für ein paar Euro bei Dienstleistern eingekauft haben. Ja? Man braucht dafür nicht viel. Aber natürlich müssen wir auch als Wahlbürger und als Netzbürger lernen, dass wir uns da zum Teil in einem feindlichen Umfeld sind. Wir hatten ja alle immer so ein bisschen die Netzbürger-Utopie, hey, dass jetzt jeder mit jedem reden kann und dass wir alle Meinungen finden und dass eigentlich auch nichts mehr unterdrückt werden kann. Das sorgt dafür, dass die Welt gerechter, offener, kommunikativer. Die große Hippie-Blase. Ja, Hippie-Blase tatsächlich. Also die ersten Internetansätze, das war ja eine Plattform namens The Well und das waren wirklich Hippies. Das steckt immer noch schon so ein bisschen drin. Und dann sagen Leute wie zum Beispiel Garry Kasparov, der ehemalige Schachtyp, der jetzt in Russland als Politiker
Politiker und Aktivist unterwegs ist, der sagt, das ist erstaunlich. Wir müssen sehen, wie diese Technologien auch zur Unterdrückung und zur Meinungsmache eingesetzt werden und zum Teil auch mit ganz alten und sehr effektiven Propagandatechniken. Soziale Medien sind keine Demokratisierungsmaschinen. Dennoch haben sie für Eggers viel Potenzial. Sie verändern die Art, wie wir diskutieren. Wir müssen über Google reden, keine Frage. Wir müssen auch über Facebook reden, über Twitter, über YouTube. YouTube wird ja immer vergessen. Wir tun immer so, als sei YouTube egal, aber YouTube. Außer ist wenn so drei schicke YouTuber die Kanzlerin interviewen. Ja, dann schon. Ne? Und dann, aber tatsächlich, gerade erst jetzt wieder gab es eine Studie, wo zwei Kommunikationswissenschaftler untersucht haben, was ist eigentlich mit Leuten, die sich in so eine Filterblase einsperren. Also die jetzt irgendwie beispielsweise so ein bisschen ausländerfeindlich unterwegs sind und die da entschlossen sind, sich zu informieren. Was schlägt YouTube denen für Videos vor? Kommen die eigentlich noch mit anderen Meinungen in Kontakt? Tun sie nicht. Ich weiß nicht, ob alle Plattformen immer automatisch Radikalisierung herbeirufen. Also, weil ich bin schon der Überzeugung, dass die Filterblase eher die Ausnahme ist als die Regel. Aber es gibt sie. Und so ganze Randbereiche der Gesellschaft klinken sich dann so ein bisschen in so eine Gegenöffentlichkeit aus. Und ich glaube, wir haben das sehr gut gesehen in der US-Öffentlichkeit mit der Tea Party-Bewegung. Und so ein bisschen sehen wir es auch bei den Rechtspopulisten hier. Das finde ich einen interessanten Punkt, den du da gerade sagst, weil man jetzt in diesem vergangenen Wahlkampf oder auch teilweise bei komplexeren politischen Themen dazu kommt, dass man sagt, so weit kommt es gar nicht mehr. Also ich aus meiner Filterbubble unterhasse, ich Pferdemädchen unterhalte mich nicht mehr mit jemandem ernsthaft, der Pferdehasser ist und Ponys absticht, weil wir hassen uns schon vorher. Also es scheint ja da eine Zeit gewesen zu sein, wo ehrlicher Austausch noch möglich war. Ja, weil natürlich, also es sind zwei Effekte, die wir damals nicht hatten. Das eine ist, wir wissen, die Social Media Plattformen, die großen, ganz besonders Facebook, und wir reden ja fast nur über Facebook, belohnt Emotionen und natürlich Posts, die zur Aggression aufstacheln, die Widerspruch hervorrufen und die Streit anzetteln, die werden vom Algorithmus, also von der Rechenvorschrift, die sagt, was kriegt jemand angezeigt, bevorzugt, einfach weil die Maschine dann denkt, ah, hier wird diskutiert, das ist ein interessantes Thema. Das ist der eine Effekt. Und der andere tatsächlich, weil eben diese Algorithmen so konstruiert sind, dass sie uns eigentlich liefern sollen, was uns interessiert, blenden sie bei vielen Leuten dann auch Teile der Wirklichkeit und eben auch andere Meinungen oft aus. Ich finde das gar nicht so neu und so schlimm. Ich glaube, man kann so eine Plattform wie Facebook benutzen, um sich mit immer den drei Nasen über dieselben drei Themen zu unterhalten und seine Vorurteile bestätigen zu lassen. Und wir wissen, dass das ja auch gezielt eingesetzt wird von Populisten, die zum Beispiel einfach Leute in Gruppen packen, in Facebook-Gruppen. Und dann kriegen diese Leute einfach irgendwelche Nachrichten, wo es um Kriminalität geht, die also so diese Sicht der schlimmen Welt bestätigen sollen. Also man kann das auch gezielt und strategisch einsetzen. Man kann Facebook aber auch so einsetzen, dass man eben gezielt dann, was weiß ich, dem leicht AfD-verliebten Metzger von dem an, genauso als Facebook-Freund hat wie die Öko-Veganerin von der anderen Straßenseite und dann doch auch auf Themen stößt, also so geht es mir immer wieder mit allen Social-Media-Plattformen, auf Themen und Informationen stößt, auf die ich sonst nie gestoßen wäre. Und das finde ich toll. Jetzt sind wir ja wieder ganz nah bei deinem Workshop beim Netzkongress. Zu was befähigst du die Leute da? Was lernen die da? Eigentlich so ein paar, ich möchte mal sagen, ein paar Zirkusnummern. Ja? Also zum Beispiel mal eben schnell zu gucken, weil das ist so, Facebook hat auf seiner Plattform eine Suchmaschine eingerichtet, aber wegen Erfolglosigkeit wieder vergraben. Aber mit der kann man Tricks machen. Wenn man sie auf eine bestimmte Weise anspricht, dann kann ich zum Beispiel gucken, das habe ich heute Morgen mal auf dem Weg hierher, welche Seiten haben eigentlich Mark, also mein guter Freund Mark Zuckerberg, der übrigens die Nummer 4 hat bei Facebook. Mhm. Ja. Also Mark Zuckerberg und ich, welche Likes haben wir gemeinsam verteilt? Ihr habt dann festgestellt, es sind 4. NPR, eine Facebook, so eine Community-Gemeinschaftsstandardsseite, die New York Times und noch irgendwas komplett Harmloses. Mhm. Aber ich kann natürlich auch gucken, so zum Beispiel, auf welchen Fotos tauchen Leute auf? Wo sind sie getaggt? Ja, also alles, was öffentlich gepostet ist, kann ich mir angucken. Oder ich kann zum Beispiel angucken, das geht dann fast schon in den bösartigen Bereich, Leute, die aus einem Dorf kommen oder für ein Unternehmen arbeiten, sagen wir zum Beispiel mal
die Bundeswehr. Mhm. Ja? Was haben denn die für Seiten geliked? Und dann kann ich nur so nach Schnittmengen suchen und kann sagen, alle Leute, die aus dem Unternehmen kommen und die Seite geliked haben. Und da kann ich dann ansetzen. Das Doofe ist, ich muss natürlich mein Verhalten verändern. Ne? Wenn ich früher gesagt hätte, das hätte ich noch mal öffentlich gepostet, aber jetzt auf einmal denke ich, da guckt jemand zu. Andererseits, wenn ich so drüber nachdenke, vielleicht wären wir alle glücklicher mit unseren Social-Media-Aktivitäten, wenn wir uns alle im Hinterkopf eine stalkende Ex oder einen stalkenden Ex vorstellen. Das wäre das Beste. Ja? Weil man muss sich den stalkenden Ex auf die Schulter setzen. Immer irgendwie so ein bisschen, was ist jemand, der bösartig ist und der wirklich mir nichts Gutes will? Was kann der aus diesen Informationen rausziehen? Und dann gehe ich wahrscheinlich ein bisschen dezenter, diskreter und vorsichtiger damit um, auch mit der Entscheidung bei Facebook, was poste ich öffentlich oder was poste ich nur für Freunde. Interessant, was der Social-Media-Spezialist Jan Eggers da rät. Kleine Hacks reichen also, dann könnt ihr mit Facebook eure Exen stalken. Falls ihr selber nicht gestalkt werden wollt, es gibt für Facebook-Füchse die Einstellung beschränkt teilen. Die könnt ihr dann aktivieren für den oder die Ex. Also erstes Zwischenfazit, Social Media können der Demokratie mächtig zusetzen, weil sie nämlich so viel über uns wissen. Also was tun? Ich kann zwar weniger bei Facebook posten, aber ob ich ohne dieses Smartphone noch durch meinen anspruchsvollen Alltag komme, da bin ich ehrlich gesagt mir nicht mehr ganz so sicher. Also wie unumgänglich und wie gefährlich sind unsere kleinen spionierenden Helfer wirklich? Das habe ich die Hackerin vom Dienst gefragt. Konstanze Kurz. Ich arbeite als Technikinteressierte. Ich verschlüssle intensiv auf allen Ebenen. Es gibt kaum eine Kommunikation, die bei mir unverschlüsselt wäre. Mir war gar nicht klar, dass Google Apps kauft. Ich glaube, die kaufen einfach die ganzen Firmen weg, wenn sie eine interessante App haben wollen. Bei Mac oder Windows würde ich mich für Mac entscheiden. Bei Android versus iOS muss ich leider sagen, keins von beidem. Sie haben ja 2013 Ihre Dissertation zum Thema Wahlcomputer geschrieben. Ja. Verdanken wir es Ihnen eigentlich, dass wir noch keine Wahlcomputer haben in Deutschland? Das ist wenig bekannt. Wir hatten schon mal welche. Das Bundesverfassungsgericht hat aufgrund von 2 Wahlprüfungsbeschwerden, die dann nach Karlsruhe gingen, diese Wahlcomputer verboten. Und daran habe ich mitgewirkt. Und darauf bin ich auch nicht wenig stolz. Im Nachhinein betrachtet könnte man das aus Hackersicht auch anders sehen und sich fragen, war das so schlau, diese Wahlcomputer aus dem Verkehr zu ziehen? Hätten wir vielleicht eine andere Kanzlerin, wenn die Wahlcomputer noch bestehen würden? Da kann man sich viele Fragen stellen. Die Dissertation ist natürlich eine akademische Arbeit. Also ich habe mich mit Wahlcomputern, aber auch elektronischen Wahlsystemen auch über Deutschland hinaus beschäftigt. Aber hier war das auch eine Kampagne, also im Sinne von Aktivismus. Zu sagen, diese Computer, die 1 Million Stimmen oder so schon gezählt haben, aber die waren schon relativ verbreitet in manchen Bundesländern, die sind unsicher, sie sind eine Blackbox, niemand weiß, was da drin passiert. Und wir haben auch noch zu sagen, noch so ein bisschen so ein Technikexpertisenproblem. Denn man muss eine hohe Vorbildung haben, um zu verstehen, was in diesen Computern vorgeht. Und jetzt, unser Papierwahlverfahren ist ja für jedes Schulkind verständlich. Und man kann da auch hingehen und beobachten. Und diese ganz fundamentalen, fast schon irgendwie die Demokratie ankratzenden Probleme fand ich bestürzend. Und gerade für einen Hackerclub war das schon interessant, diese spezielle Technik so rigoros abzulehnen. Und erfolgreich in dem Fall. Das gelingt leider auch nicht immer, aber in diesem Fall waren wir sehr erfolgreich. Auch Lücken finden ist ein großes Thema für Hacker und Hackerinnen. Wie viele Lücken gibt es denn so, um die wir uns sorgen müssen? Sehr viele. Im Prinzip, wenn man so komplexe Software hat, hat man immer Fehler. Das ist von Menschen geschrieben, Menschen machen Fehler, man muss sie finden. Aber Lücken finden ist auch oft Grenzen finden. Manchmal auch nur, was derjenige, der das hergestellt hat oder verkauft hat, wollte, dass man damit tut und was man vielleicht auch noch damit machen kann. So. Also das ist nicht immer nur eine Lücke in diesem IT-Sicherheitssinne, so, da könnte ich vielleicht rein, sondern auch Funktionserweiterung, will ich es mal nennen. Ja, wenn ich zum Beispiel ich kaufe mir ein Gerät, was eigentlich zum Beispiel nur so ein paar Sensoren hat oder so, was Kleines, und will ich halt gucken, was könnte ich eigentlich damit noch machen. Oder wenn es natürlich ein bisschen professioneller wird, hat man eben oft, was sind das für Arten von Lücken, wie könnte man die schließen, vielleicht sogar, wie kann ich selber eine Lücke aufmachen. Also da gibt es schon ziemlich viele Bereiche, wenn man in diese professionelle Hacking reingeht.
Sie haben gesagt, es gibt massenhaft Lücken. Die Geheimdienste nutzen diese Lücken ja. Sind die eigentlich verpflichtet, diese Lücken dann zu melden? Es gibt schon unterschiedliche Regeln, die sich mit den Jahren ergeben haben in manchen Ländern. Also ich rede jetzt nur mal über die westlichen Länder, die Verpflichtungen haben. Also wenn technische Geheimdienste von Lücken wissen, dass sie auch eine Verantwortung haben, zum Beispiel dem Hersteller mitzuteilen, damit er das schließen kann. Also ein Patch nennt man es, also was nachladen, um die Lücke zu schließen. Aber wir haben natürlich auch gelernt, nicht nur durch Snowden, auch durch andere Veröffentlichungen, dass sie sich schlicht nicht daran halten. Trotzdem sei bessere Technik machbar. Doch wir Bürger müssten uns selbst dafür einsetzen. Denn staatliche Stellen hätten oft andere Ziele. Es ist ja nicht so, dass nur weil wir die Vernetzung haben, wir auch in Zukunft mit so viel Unsicherheiten wie heute umgehen müssen. Das ist ja kein Zwang. Wir können das ja ändern. Und auch so diese, dass heute viele Menschen denken, okay, um mich herum sind lauter Ordnungswanzen, alles beobachtet mich, das muss ja nicht so bleiben. Wir können uns eine andere digitale Zukunft vorstellen, wo wir nicht die ganze Zeit denken, wer schnorchelt jetzt wieder an meinen Daten und wo will mir irgendeiner noch Werbung unterschieben und welcher staatliche Hacker sitzt da vielleicht in meinem Gerät. Ich glaube, wir sollten eine positive Zukunft entwerfen dafür und nicht unbedingt glauben, dass es so wie jetzt es bleibt. Sie haben gesagt, staatliche Hacker könnten uns da oder spionieren uns, Stichwort Staatstrojaner, ja sicherlich aus. Bräuchte es aber auch staatliche Regularien für eine Grundversorgung? Da haben wir ja heute in hohem Maße. Also, klar. Aber finden Sie das gut oder nicht? Es hieß ja auch mal, der Staat soll sich komplett am besten raushalten, weil er ist eh immer eine Spur langsamer als der Rest. Nee, er kann sich ja nicht aushalten. Also mittlerweile sind die Netze so wichtig, auch im wirtschaftlichen Bereich, dass wir viele Regeln in den Netzen haben. Ja, für Wirtschaftsentitäten, für Fragen der Haftung, für alles Mögliche. Ja, aber natürlich auch für die Überwachung. Und insofern, da ist ja also über die letzten 10 Jahre unglaublich viel an Regeln in Europa und in Deutschland entstanden. Dass Politik oft langsam reagiert, sieht Constanze Kurz als Vorteil. So könnten durchdachtere Gesetze entstehen, die dem entsprechen, was wir Nutzer wirklich wollen. Wir haben ja Umfragen. Also wir wissen ja ziemlich gut, dass zum Beispiel Leute dieses ganze Tracking, ja, Werbetracking nicht gut finden. Also die Mehrheit der Menschen hat keinen Bock, permanent überwacht zu werden. Aber das umzusetzen in meine so tägliche Benutzung und wenn ich mir neue Geräte oder kaufe oder Apps klicke, ist halt schwer, weil man die Einschätzung oft nicht vornehmen kann, selbst wenn man eigentlich gar nicht will. Oder zum Beispiel, also nicht nur für einen selbst, also es geht ja auch oft um Eltern und dann, was kauft man für die Kinder und so weiter. Also ich glaube, eine Informiertheit herzustellen, da kann uns die Politik eine Menge helfen. Man kann ja auch verpflichten, eine gewisse Transparenz herzustellen, wie man in der Lebensmittelindustrie auch hat. Wenn ich mir selber anschaue, ich bin sehr misstrauisch. Ich glaube, das Don't be evil Mantra glaube ich schon lange nicht mehr. Trotzdem nutze ich die Produkte, trotzdem habe ich so ein iPhone, wo die vorinstallierten Wanzen drauf sind. Aber ich fühle mich da dementsprechend ausgeliefert. Warum kaufe ich es trotzdem? Na, ich würde jetzt schon die Geschäftsmodelle schon ein bisschen unterscheiden wollen. Nicht alle großen Technologiekonzerne haben das gleiche Geschäftsmodell. Also bei Apple und Google ist so zum Beispiel ein großer Unterschied. Google ist ein Werbekonzern. Also die Kunden sind ja in der Regel nicht wir, sondern wir sind die Nutzer. Bei Apple ist das ein bisschen anders. Und Apple stellt zum Beispiel ja auch regelmäßig die Hardware selber her. Also es ist ja ein bisschen ein anderes Geschäftsmodell. Ich würde die auch nicht alle über den Kamm scheren wollen. Das könnte man noch Microsoft dazu nehmen oder Yahoo. Und wenn man möchte, kann man sich ja auch asiatische große Technologiefirmen hernehmen, die hier nicht so bekannt sind. Ich denke zweierlei. Eine gewisse Informiertheit ist natürlich entstanden. Gerade diese Skepsis, die merkt man, weil jetzt die letzten Jahre so viel darüber berichtet wurde. Jeder weiß eigentlich, was das Geschäftsmodell von Facebook ist. Und jeder weiß, was das Geschäftsmodell von Google ist und dass es Unterschiede gibt. Aber das umzusetzen macht es natürlich trotzdem nicht unbedingt leichter, weil die Alternativen knapp sind. Es ist ja nicht so, dass ich hingehen kann und 17 verschiedene Betriebssysteme für mein Smartphone aussuchen kann und 20 Anbieter, sondern der Markt hat sich ja recht stark eingeschränkt. Die meisten Leute benutzen heute eben Android, das ist ja Google. Oder ein iPhone, dann gibt es natürlich, Microsoft hat auch noch, und dann gibt es vielleicht noch BlackBerry. Aber der Markt ist wirklich klein geworden, vergleichsweise. Also ich habe nicht viel Auswahl. Und das schränkt immer auch den Verbraucher ein. Das wäre so ein bisschen, als wenn, ich kann halt nur so 2 Arten Autos kaufen. Da würden wir uns ziemlich wundern. Zumindest in gewisser Weise auch Alternativen, die zum Beispiel. Ich denke, das ist letztlich wie in vielen Bereichen sonst auch im Leben. Also wenn ich zum Beispiel was zu essen kaufe. Oder ich kaufe meine Waschmaschine. Ich treffe viele Entscheidungen. Ich
Ich möchte zum Beispiel bestimmte Produkte nicht kaufen oder ich möchte eine Waschmaschine, die besonders wenig Wasser verbraucht. Ähnlich wird es in der Datenwirtschaft auch sein. Ich werde ein gewisses Informationslevel brauchen. Dabei kann mir aber der Gesetzgeber auch helfen. Ja, bei der Waschmaschine steht ja zum Beispiel auch dran, wie viel Energie sie verbraucht und wie viel Wasser und so weiter. Und etwa bei den Lebensmitteln haben wir eine Menge Regeln, die mir als Käufer, als Nutzer, als Esser Hinweise gibt. Das möchte ich vielleicht kaufen, möchte ich nicht kaufen. Und ich glaube, bei den Datenströmen, bei Apps, Betriebssystemen, aber auch Hardware, also Telefone, da ist es noch ziemlich in den Anfangsschuhen, dass man sich gut informieren kann. Ein Datenschutzlabel für Apps, muss ich sagen, finde ich eine super Idee. A+ für die Guten, C- für die Datenkraken. Und WhatsApp ist vermutlich bei C-Triple-Minus oder so. Muss ich halt entscheiden, macht man mit oder nicht. Ich nehme jetzt schon mal mit, dass ich mein digitales Ich jetzt schon selber schützen kann und sollte auch. Ja. Die Unterstützung durch Gesetze und Politik fehlt eben. Und müssen wir auch zugeben, einzelne Staaten sind nicht mehr stark genug, um sich mit den Zuckerbergs dieser Welt anzulegen. Aber die Europäische Union könnte es. Und die EU hat auch gerade den Kampf aufgenommen, behauptet Jan-Philipp Albrecht. Er hat als junger Abgeordneter der kleinen Grünen-Fraktion im Europäischen Parlament ein ziemlich revolutionäres Datenschutzrecht durchgesetzt für ganz Europa. Im September wird er jetzt Minister für Digitales und draußen in Schleswig-Holstein. Und die Kollegin Franziska Storz hat ihn gefragt, warum er glaubt, dass wir sehr wohl eine Chance gegen Google und Co. haben. Ich heiße Jan-Philipp Albrecht, Europaabgeordneter. Gute Frage, weiß ich jetzt gerade gar nicht so genau. C64, glaube ich. Ja, PGP, Wire, Signal, Trema. Jetzt ist es so, dass wir jetzt gerade über die Privatunternehmen gesprochen haben, die profitorientiert sind in erster Linie. Es gibt auf der anderen Seite aber auch noch Geheimdienste. Und dann gibt es noch solche Unternehmen wie Google oder so, die jetzt nicht Häuser verkaufen, aber die natürlich auch an wahnsinnigen Daten interessiert sind. Muss man die alle gleichermaßen auf dem Schirm haben? Oder würden Sie sagen, das eine ist noch mal ein bisschen gefährlicher als das andere? Wir hatten in der Vergangenheit immer die Erkenntnis, gerade in Deutschland, dass es natürlich immer gefährlicher ist, wenn der Staat Informationen über uns sammelt als Unternehmen. Das hat sich steckt da die alte Totalitarismusangst ja, dahinter? Auch weil wir wissen, dass es natürlich, das ist einfach per se so, der Staat hat die Staatsgewalt. Der kontrolliert Polizei und Militär und dann ist es natürlich problematischer, wenn der Dinge missbraucht und zu viel sozusagen über uns weiß, weil er uns überwacht. Das ist so die klassische Vorstellung. Aber es ist im Moment natürlich andersherum, weil die technischen Möglichkeiten, die Industrie, die diese großen Unternehmen gerade aus dem Silicon Valley datenmachtmäßig haben, die hat keine Polizei und auch keinen Geheimdienst der Welt. Die bedienen sich natürlich dem, das sieht man ja auch. Aber am Ende ist der Einfluss, den zum Beispiel Facebook auf unser Leben hat und auf unser Verhalten zum Beispiel hat, dass wir uns ständig eigentlich selbst kontrollieren, was wir tun, das ist viel größer und meines Erachtens auch viel bedenklicher. Dann müsste man doch eigentlich rigoros verbieten, mit privaten Daten Geld zu verdienen. Oder gibt sonst ist dem ja nicht Herr zu werden. Ja, man muss zunächst einmal überhaupt klarstellen, dass diese Unternehmen uns nicht die Daten wie die Geldscheine einfach so aus der Tasche ziehen dürfen, sondern sie müssen uns fragen, sie müssen uns achten als Individuum. Und wir müssen sozusagen befähigt werden, überhaupt noch selbst entscheiden zu können. Das ist das, was diese Datenschutzverordnung tut. Aber ich glaube, das ist überhaupt nicht ausreicht für diese Machtveränderungen, die wir da erleben. Es muss darum gehen, wo müssen die Grenzen sein? Also wollen wir wirklich, dass quasi mit der Datenbrille, mit Videokamera jeder Mensch jeden anderen ständig überwachen kann, der selbst im Schlafzimmer sozusagen mitfilmen kann? Wollen wir das wirklich oder wollen wir dem auch klare Grenzen setzen? Wollen wir als Gesellschaft wirklich solche Monopolisten wie Facebook, die 2 Milliarden Nutzer haben, größer als jeder Staat der Welt, oder wollen wir sicherstellen, dass es möglich ist, für jeden Wettbewerber die gleiche Chance zu haben, diese Menschen abzuwerben und für eine Alternative zu begeistern? Und dazu braucht es Regeln, zum Beispiel die Regel, dass ich von Facebook Messenger jemanden bei WhatsApp oder jemanden bei Trema oder jemanden bei einem ganz anderen Kommunikationsdienst eine Nachricht schreiben kann. Weil dann ist es nicht mehr so relevant, dass ich bei Facebook sein muss, weil alle anderen da auch sind. Was muss dafür passieren? Was können wir jetzt dafür tun,
ohne jetzt den Super-GAU abzuwarten. Ist das eine Bildungsdiskussion? Ist das ein Ministerium für Digitalisierung? Wo sind da die Bausteine? Wir brauchen Bildung und Weiterbildung in diesem Bereich, das ist ohne Zweifel. Aber die allein kann nicht die Lösung sein. Wir brauchen scharfe Verbraucherrechte. Wir brauchen den Staat als Regulierer im Netz. Denn bisher ist es so, dass gerade in der Digitalisierung und damit auch in der Globalisierung die Unternehmen sich in relativ großer Regelfreiheit bewegen. Und das sieht man jetzt zum Beispiel bei der Frage Umgang mit illegalen Inhalten auf Plattformen. Da gibt es überhaupt keine klare Linie. Und die Folge davon ist, wenn unterschiedlichste Länder der Welt alle unklare Linien haben, dann sagt Facebook natürlich mit guten Argumenten, wir können uns doch nicht an alles gleichzeitig halten. Dann machen wir unsere Hausregeln und dann ist aber Facebook quasi die Macht, die die Regeln bestimmt. Dann haben wir keine Demokratie mehr. Dann haben wir keine Macht des Volkes, der Parlamente sozusagen mehr, sondern eine Macht der CEOs bei Facebook und die entscheiden nach ganz anderen Werten und Kriterien als unser Grundgesetz. Ja, ich habe schon so weiße Stellen im Bart. Und natürlich. Die Demokratie kann sich wehren, sagt Jan-Philipp Albrecht. Vorausgesetzt, wir einigen uns, Bürgerrechte über Konzerninteressen zu stellen. Ich glaube, dass wir tatsächlich mehr denn je die Gelegenheit und die Möglichkeit haben, europäisch gemeinsam die Welt zu verbessern und zu regulieren sozusagen, wie die Globalisierung und die Digitalisierung stattfinden soll. 2009 war die eine wichtige Zahl, da sind Sie ins Europaparlament eingezogen. 2012 haben Sie angefangen, an einer europäischen Datenschutzrichtlinie zu arbeiten, wobei Arbeiten ein Euphemismus ist, weil Sie mussten die durchkämpfen. Erster Teil der Frage, wieso ist diese Richtlinie wichtig und zum Kampf kommen wir hinterher? Der erste Teil der Frage, der wird vor allen Dingen dadurch beantwortet, dass es keine Richtlinie ist, sondern eine Verordnung. Und da fängt es schon an. Es klingt sehr langweilig, aber es ist hochtrabend, denn mit einer Verordnung gilt ein EU-Gesetz unmittelbar. Das heißt also, da gibt es keine nationale Umsetzung mehr. Da darf kein Land mehr von abweichen, sondern da gilt in ganz Europa das gleiche Recht. Und bisher war es so, dass große Unternehmen wie Facebook oder Amazon sich in Irland oder Luxemburg niedergelassen haben und darüber dann quasi deren Schlupflöcher genutzt haben, um in Deutschland Angebote zu machen, die mit deutschem Recht eigentlich so gar nicht vereinbar sind. Und das heißt, in den allermeisten Fällen, wenn wir uns auf unseren iPads oder Computern irgendwelche Apps installieren, gilt eigentlich gar nicht mehr das deutsche Datenschutzrecht. Und was wir also machen mussten, ist ein einheitliches europäisches Recht, das diese Unternehmen nicht mehr umgehen konnten und das dann scharf durchgesetzt wird. Also Sanktionen bis in die Milliardenhöhe, die damit verbunden sind. Das tritt jetzt im Mai in Kraft. Das war aber wirklich, ich überschlage, 6 Jahre Kampf. Das eine ist quasi die EU-Struktur, das andere ist, dass es wirkliche Gegner gibt einer solchen Datenschutzverordnung. Wer sind diese Gegner? Das sind die großen Unternehmen oder wer sind da die großen Gegner? Genau, also Facebook und deren ganzen Anwaltskanzleien und natürlich auch Unternehmen aus Deutschland wie Autohersteller oder die Post oder so, weil alle mittlerweile mit personenbezogenen Daten sehr, sehr viel Geld verdienen. Und es zeigt natürlich auch, dass die Materie so unglaublich vielfältig ist. Da steckt ganz viel drin. Man denkt, es ist nur Datenschutz. Aber in Wirklichkeit ist es die ganze Welt. Es geht um alles beim Datenschutz. Es geht um alles, sagen die Netzexperten. Und sie haben ziemlich gute Argumente, finde ich. Diejenigen, die in den sozialen Netzen den Ton angeben, die bestimmen auch die öffentliche Debatte. Und beim Umgang mit unseren Daten, da geht es auch um unsere Grundrechte. Also mein Fazit, wir müssen in unserem Alltag wirklich ganz genau hinschauen, also welche Geräte wir verwenden, welche Apps wir verwenden und wie wir diese Sachen nutzen. Mindestens so genau hinschauen, wie wir darauf schauen, welche Lebensmittel wir kaufen und welche Autos wir fahren, zum Beispiel.